was jetzt mein Bundesland Wien betrifft, also die Apothekerkammer Wien, da hat schon einer von unseren Vorgängern, der Magister Burgasser, vor über 20 Jahren sehr laut darüber nachgedacht, was können wir vor allem nicht nur zu Zeiten der Bereitschaftsdienste, sondern auch während der normalen Öffnungszeiten dazu beitragen, dass die Menschen zu ihren Arzneimitteln kommen, und zwar möglichst rasch und unbürokratisch und unkompliziert. Es ist in die Richtung gegangen, dass einerseits natürlich eine Taxikooperation angedacht war, und dann gibt es noch für die Zustellungen unter Tag die berüchtigten Radfahrboten. Es funktioniert so, dass einfach nur aufgrund unserer medialen Reichweite, wir haben die Apotheken-App und wir haben natürlich auch im ORF Teletext Seite 648, im Internet etc. Also man findet die nächste dienstbereite Apotheke sehr schnell. Unter Tags haben sowieso alle geöffnet. Es reicht ein simpler Anruf. Entweder kommt dann das Taxi zur Apotheke und bringt die Medikamente nach Hause. Oder wenn ein Rezept vorliegt, dann wird vorher das Rezept abgeholt von dem oder derjenigen, die ein Medikament benötigt, und dann in der Apotheke quasi eingelöst. Also der Taxifahrer, die Taxifahrerin fährt auch mitunter dann 2-3 Mal hin und her. Das Einzige, was den Menschen verrechnet wird, ist ein kleiner Unkostenbeitrag. Den darüber hinausgehenden Betrag, das zahlt dann die Apothekerkammer Wien. Das hat sich auch so eingebürgert, das ist auch im Rahmen. Es soll ja letzten Endes eher in Richtung Notfallservice gehen. Das wird aber überhaupt nicht ausgenutzt. Also da sind wir sehr froh darüber, und das funktioniert auch und hat sich eigentlich recht gut eingespielt.